Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch über die Motorabdeckung sprechen. Wer mein Video dazu noch nicht gesehen hat, ich verlinke das nochmal in der Beschreibung. Und ich habe gute Nachrichten für euch, aber wir gehen jetzt erstmal Richtung Motorraum. Viel Spaß mit dem Video. Ja, so sehen aktuell die meisten 2 Liter TSI Motorräume aus. Ich habe heute aber gute Nachrichten für euch. Das muss nicht länger so bleiben. Ganz kurz einmal, ich habe jetzt das Fahrzeug so in diesem Zustand wirklich circa 1,5 Jahre betrieben. Wie ihr seht, oberflächentechnisch für mein Empfinden alles in bester Ordnung. Das Einzige, was mich stört, ist hier hinten dieser, ich würde es Flansch nennen, der wirklich schon ordentlich am Rosten ist. Warum auch immer, das war schon relativ schnell der Fall. Aber klar, wenn das hier heiß wird, dann wieder abkühlt, dann hat man da entsprechend wahrscheinlich auch die ein oder andere oder das ein oder andere Kondenswasser, was sich da bildet. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Ich gehe aber dazu ins Auto, weil es ist zu windig und dann erkläre ich euch, wie ihr an eure Abdeckung kommt. Ja, woher weiß ich, dass die Abdeckung verfügbar ist? Ich habe in den Kommentaren teilweise gelesen, dass Leute für ihren GTI die Abdeckung bekommen haben. Ich habe von einem meiner Abonnenten, dem Patrick, beste Grüße nochmal an der Stelle, auch Bilder und Videomaterial zugesandt bekommen, die ich verwenden darf. Das würde ich euch jetzt gerade einmal einblenden. Ja, so sieht die neue Abdeckung aus. Beste Grüße nochmal an Patrick. Danke dir für das Material. Und ihr könnt jetzt entsprechend diese Abdeckung bekommen. Tut mir bitte einen Gefallen und rennt jetzt nicht gleich eurem VW-Händler die Bude ein, sondern plant so eine Umbauaktion auf neue Motorabdeckung im Rahmen eurer, ja, von mir aus nächsten Servicetermine. Denn sonst haben wir wieder so eine Verknappung von dem Ding und dann haben das hinterher wieder nur ganz wenige und alle anderen beschweren sich wieder, dass sie das nicht bekommen können. Wenn ihr diese Abdeckung wirklich haben wollt, geht auf euren VW-Partner zu und der sollte die euch in der Regel auch zur Verfügung stellen und einbauen. Seht das Ganze hier heute als Infovideo. VW Motorhaubenabdeckung wieder verfügbar. Ich wünsche euch jetzt erstmal schöne Festtage, gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2024. Ich freue mich. Es wird viel passieren im Jahr 2024, auch auf dem Kanal. Wird es eine große Veränderung geben. Da möchte ich euch mitnehmen und da möchte ich, dass ihr dabei bleibt. Und ihr erfahrt natürlich nur, wenn ihr entsprechend auch den Kanal abonniert habt, was passiert. Und darum bitte ich euch jetzt nochmal, abonniert doch gerne den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao.